Freunde, hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play hier auf meinem Kanal. Dabei handelt es sich um Edna bricht aus. Eigentlich sogar Edna and Harvey the Breakout im Original, aber das tut jetzt nichts zur Sache. Wir werden einfach mal ein neues Spiel starten. Und ich lasse mich mal überraschen, wie das Point-and-Click-Adventure so ist. Läuft auf Java-Engine. Sieht jetzt halt natürlich nicht so klasse Bombe aus wie zum Beispiel Deponia, was ich vorher gespielt habe, aber sei es drum, der Humor soll gar nicht mal so schlecht sein, was ich mal von früher noch so gehört habe. Ich wollte schon mal länger spielen und ganz ehrlich, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an und lassen uns überraschen. Okay, wir sind in irgendeiner Zelle. Wie es scheint. Hallo? Ich kann hier Schluss machen. Was ist los? Wer bist du denn? Ach, nichts. Du, bidu, 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 bidu. Ha! Roar. Hey, Edna bricht aus. Ist die Frage nur, wie bricht sie denn aus? Okay, gespeichert. Also wir haben einen Tisch, wir haben einen Polster, Stuhl mit einem Stuhlbein, Tür, Gitter und offenbar haben wir... Okay, Maus-Over-Events, also nicht Maus-Over-Events, aber mit linker Maustaste öffnet sich dann hier das Drehrad. So eine Dinger hasse ich eigentlich wie die Pest, aber na gut, was soll's. Nicht schlecht, so ein Sofa-Bezug an der Wand. Das waren die Standardaktionen, okay. So einen hätte ich gerne für meinen Balkon. Ob ich wohl einen Balkon hatte? Ich kann mich an nichts erinnern. Derzeit hast du zumindest keinen. Potztausend! Abschraubbare Stuhlbeine! Ramschware aus dem Möbeldiscount. Meine großzügigen Gastgeber haben mir immerhin einen ganzen Stuhl überantwortet. Okay, sie hat eine rosa Unterhose an. Aber auch noch mehr? Hallo? Hallo? Hört mich wer? Was willst du? Ich will hier raus. Vergiss es. Wie redet der denn mit uns? Ich kann mich gar nicht. So einfach lassen wir uns nicht abspeisen. Stimmt's? Die ist verschlossen. Was hast du erwartet? So, wir könnten benutzen, nehmen immer, reden und ansehen. Das ist eine Tür. Sie ist geschlossen. Mhm. Bei genauerer Betrachtung fällt mir die Stuhlartigkeit dieses Stuhles erst richtig auf. Die Stuhlartigkeit dieses Stuhles? Potztausend! Abschraubbare Stuhlbeine! Ramschware aus dem Möbeldiscount. So einen hätte ich gerne für meinen Balkon. Ich kann mich... Du hast keinen Balkon. Nicht schlecht so ein Sofa-Bezug an der Wand. Nicht schlecht so ein Sofa... Okay, das Polster gibt's mehrmals. Nicht schlecht. Ja, das hatten wir schon. Bist du eines von diesen Schallschluckpolstern? Ich nehme das als Ja. Stehen bleiben, Tisch! Brav. Du bist ein fauler Nichtsnutzstuhl. Ich habe dich gefunden, Stuhlbein. Jetzt bist du dran mit Suchen. Eins, zwei, drei. Mist, es hatte bereits das beste Versteck.
Hallo Tür, wie geht es dir heute? Bestens. Ich empfinde eine perfide Freude daran, dir den Weg zu versperren. Ich hasse dich, Tür. Hey, hallo. Mann, ist ein Lärm da drin. Was willst du? Lass Vergiss es einfach. Sein? Ich habe Wichtigeres zu tun, als mich mit dir zu unterhalten. Ja, genau. Ja, habe ich vielleicht? Ich schraube erstmal das Stuhlbein ab. Mal sehen, wie abschraubbar dieses Stuhlbein wirklich ist. Wir haben ein Stuhlbein. Ups, ich habe mein Stuhlbein kaputt gemacht. Yeah, Baby, nehmen wir die Bude auseinander. Okay, damit vielleicht wirklich das Gitter aufstechen? Freiheit! Freiheit! Ich will hier raus! Vergiss es! Nimm dies, widerwärtiges Ausschlussinstrument. Schade, kein Kratzer. Oh, das Polster vielleicht. Oh Gott, das können wir jetzt mit jedem Polster machen? Bringt mir das denn was? Nicht schlecht, so einen Sofabezug an. Nicht schlecht, so ein. Ich überspring mal dann immer die Dinger. Aber interessant, wie hoch sie damit kommt, oder? Hier unten geht nicht. Der sieht aber ein bisschen anders aus, oder? Ich habe ein Kunstwerk geschaffen. Bist du eines von diesen Schallschluck? Ich. Wer kommen wir nicht? Einfach mal alles aufschlitzen, vielleicht bringt's ja was. Nicht wirklich, wie es scheint. Na, schade. Jetzt kriege ich es nicht. Jetzt, wo es kaputt ist, nicht mehr so richtig. Ich habe ein Kunst. Hast du nicht, Fräulein? Ich habe ein Kunst. Ich komme nicht mit den Fingern in die Ritzen. Nicht jetzt, nicht? Jetzt will ich es noch weniger. Ich habe ein. Jetzt will ich. Ha! Hast du das Ding geboxt? Ha! Blöd. Mit den Hasen dazwischen stoppen? Du solltest Innenausstatter werden. Ich komme nicht mit den Fingern in. Klappt nicht. Na gut, dann quatschen wir mal mit dem Typi. Ich benutze mal das Gitter. Hey! Hallo! Mann, ist ein Lärm da drin. Was willst du? Wo bin ich denn hier? Wo bin ich hier? Schätzchen, wenn ich jedem Irren das beantworten würde, könnt ihr nicht einmal mehr zum Klo gehen. Hör zu, Süße. Ich werde nicht fürs Reden bezahlt. Ist noch was? Vielleicht. Wer bin ich? Wer bin ich? Der mit Abstand nervigste Patient, den ich je bewachen musste. Patient? Bin ich denn krank? Ich fühle mich nicht krank. Hör mal, Süße. Du bist in einem Raum mit gepolsterten Wänden. Beantworte dir die Frage einfach selbst. Ich bin nicht verrückt. Ich bin nicht verrückt. Stimmt's nicht, Harvey? Genau, sie ist nicht verrückt. Hörst du? Harvey stimmt mir zu. Ihr seid schon ein ulkiges Paar. Ihr zwei. Warum kann ich mich denn an nichts erinnern? Warum kann ich mich an nichts erinnern? Das werde ich bestimmt nicht noch einmal erklären. Nur damit du es nach der nächsten Behandlung wieder vergisst. Warum ist es denn so heiß hier drin? Warum ist es so heiß hier drin? Oh, das liegt wohl daran, dass die Klimaanlage aus ist.
Was denn für eine Klimaanlage? Hier ist keine Klimaanlage. Denkst du etwa, der Doktor ist so verrückt, dass er dir einfach so einen offenen Lüftungsschacht in die Zelle baut? Die Klimaanlage ist natürlich unter den Polstern versteckt. Ah. So, eine Klimaanlage unter der Polsterung. Das ist natürlich weitaus intelligenter. Weil da kommt doch dann keine Luft durch. Naja. Aber, ja, stimmt. Stellst du mir die Klimaanlage an? Können wir machen? Lass mich raus, das ist ein Notfall. Mir ist aufgefallen, wie elegant diese Typen in der Kapelle sind. Lass mich raus! Das ist ein Notfall! Oh, wirklich? Ich muss mal, mir ist ein wenig schwindelig. Es ist viel zu heiß hier drin. Ich habe Hunger, ich muss nachsehen, wie das Wetter wird. Oh, ich habe mich geirrt. Ich muss mal. Ah, der gute alte Ich-muss-mal-auf-die-Toilette-Trick. Ein Klassiker. Denkst du ernsthaft, man wird Wächter in einer Irrenanstalt, wenn man auf die einfachsten Tricks reinfällt? Ja. Und was ist, wenn ich wirklich auf die Toilette muss? Ja, ja. Sehr gut. Aber was ist, wenn sie wirklich auf Toilette muss? Ich muss jetzt wirklich ernsthaft dringend auf Toilette. Nicht mit mir, Schätzchen. Mir ist ein wenig schwindelig. Tja, das kommt bestimmt von der schlechten Luft da drin. Ich könnte jetzt natürlich aufstehen, zum Schalter der Klimaanlage laufen und für ein wenig Frischluft in deiner Miefbude sorgen. Aber? Vielleicht bleibe ich aber auch einfach hier sitzen. Es ist viel zu heiß hier drin. Du hältst das schon aus. Es ist viel zu heiß hier drin. Du hältst das schon aus. Ich habe Hunger. Essen gibt's um 6. Schade, dass du wieder nur Wasser und Brot bekommen wirst. Heute ist nämlich Wünsch-dir-was-Tag in der Kantine, weißt du? Echt? Wünsch-dir-was-Tag? Ich muss nachsehen, wie das Wetter wird. Nun, die frühe Herbstsonne steht heute tief an einem orangefarbenen Himmel. Die Luft ist so klar, dass sich das Licht in der Ferne funkelnd an den Bergen bricht. So um die 18 Grad Celsius. Es ist ein richtig schöner Tag da draußen. Aber du wirst ihn nicht zu Gesicht bekommen. Schon ein bisschen fies, der Typ, Winky, oder? Oh, ich hab mich geirrt. Doch kein Notfall. Umso besser. Noch was? Ja, stell die Klimaanlage an. Mir ist aufgefallen, wie gekonnt du diese Tür bewachst. Das ist dir wirklich aufgefallen, nicht wahr? Dann hast du bestimmt auch bemerkt, dass ich meine ganz eigene Technik habe. Die habe ich auf dem letzten Turnier entwickelt. Turnier? Yep. Oha. Dann bist du sicher ein berühmter Sportler. Spielst du in einer Mannschaft oder so? Oh. Nun, ich spiele Golf. Minigolf. Yep. Sehr schön. Und den Schläger hat Mami dir gekauft? Minigolf, mir wird ganz duselig. Oh, du könntest mich herauslassen und mir was vorgolfen. Können wir über was anderes reden? Na gut, wir gehen mal durch. Und den Schläger hat Mami dir gekauft? Ha! Glaubst du etwa, einen Stiesel und Sohn bekommt man einfach so im Laden? Ein Stiesel und Sohn? Woher hast du ihn dann? Hast du ihn gestohlen? Woher hast du ihn dann? Hast du ihn vom Sperrmüll? Aus einem Waldkiefer geschnitzt? Ja. Woher hast du ihn dann? Hast du ihn dir aus einem Walkiefer geschnitzt? Ha! Der Wal muss erst noch geboren werden, dessen Kiefer mit der Wucht eines echten Stiesel und Sohn mithalten kann. Woher hast du ihn dann? Hast du ihn gestohlen? Das finde ich wahnsinnig spannend. Unverschämtheit. Ich habe noch nie gestohlen. Wirklich? Woher hast du ihn dann? Hast du ihn vom Sperrmüll? Da findet man die tollsten Sachen. Unverschämtheit! So etwas Edles wie ein Stiesel und Sohn schmeißt auch niemand weg. Doch wenn er nicht weiß, dass es ein Stiesel und Sohn ist. Ich geb's auf. Woher hast du ihn? Den hat mir mein Vater gemacht. Gotthold Franz von Stiesel Senior. Echt? An seinem Sterbebett übergab er mir, aus klapprigen Händen, sein Stiesel und Sohn Titanium Siebener Eisen. Du produzierst keine Stiesel und Sohn? Sein Glücksschläger.
Er sagte mir, ich solle damit spielen, wie er mich zu spielen gelehrt hatte. Oh Gott. Klingt irgendwie nach einer Vater-und-Sohn-Kiste. Ja, klingt irgendwie nach einer Vater-Sohn-Kiste. Von einer Kiste weiß ich nicht. Mein Vater brauchte keine Kiste. Er war auch so groß genug. In manchen Nächten habe ich mich allerdings tatsächlich auf eine Kiste gestellt. Nur um zu sehen, wie es sich anfühlt, so groß zu sein wie mein Vater. Ach du Scheiße. Sprichst du von so einer Kiste? Ja, genau von so einer. Tja. Nein. Aber danke, dass du mich mit diesem zusätzlichen Wissen belastet hast. Papas Liebling, hm? Mein Vater war ein großer Mann. Und ein großer Minigolfer, da bin ich sicher. Yep. Oh Mann. Ob mein Vater wohl auch Minigolfer war? Was sagst du da, Schätzchen? Dein Vater war so einiges, aber bestimmt kein Minigolfer. Ja, willst du das wissen? Na gut, der wird ja wahrscheinlich mehr über die Patienten wissen. Was weißt du über selbst, ihn? Ne? Einige Dinge sollten lieber in Vergessenheit bleiben. Oh Mann. Ihr Vater und Minigolfer, du kriegst die Tür nicht zu. Genug gelacht. War's das jetzt oder willst du noch was wissen? Ja, gerne. Warum nimmst du nicht Papis Schläger und schlägst ihn dir über den Kopf? Oh nein, so etwas Gemeines. Mein armer Vater. Na warte. Hoffentlich erstickst du hier drin. Dass ich dir die Klimaanlage anschalte, kannst du jedenfalls vergessen. Scheiße. Na toll. Hey? Entschuldigen. Hallo. Was willst du denn jetzt schon wieder? Ich würde gern noch mehr über Minigolf wissen. Wer will das nicht? Habe ich dir schon erzählt, dass ich in der Profiliga spiele? Nein. Yep. Erzähl mir mehr über deinen Vater, Minigolf. Mir wird ganz duselig. Könntest du mir rauslassen und mir was vorgolfen? Erzähl mir mehr über deinen Vater. Genau. Ah, mein Vater. Beziehung aufbauen. Gotthold Franz von Stiesel Senior. Yep, yep, yep. Ein großer Mann. Dein Vater interessiert mich eigentlich nicht die Bohne. Hey, ein bisschen mehr Respekt. Ich kann wirklich giftig werden, wenn jemand schlecht von meinem Vater redet. Deswegen habe ich ja nicht er gesagt, mir mit dem alles beigebracht, was ich über Minigolf weiß. Minigolf. Und du hast allen Grund dazu, Schätzchen. Außerdem weggeklickt. Weißt du was? Duselig. Ich stell dir die Klimaanlage an. Oh, danke. Dann kannst du dich ein wenig abkühlen. Ach, guck mal. Da kommt ein Luftzug durch diesen Spalt. Genau hier. Wusste ich doch, dass der ein bisschen anders aussieht, aber... Hey! Hallo! Reden noch mal Na, kurz Süße, mit dir. Na, Süße, was gibt's diesmal? Ich möchte noch mal ein bisschen mit dir reden. Ich würde gern noch mehr über Minigolf wissen. Wer will das nicht? Habe ich dir schon erzählt, dass ich in der Profiliga... Yep. Yep. Du könntest mich ja rauslassen und mir was vorgolfen. Du weißt ganz genau, dass Dr. Marcel verboten hat, Patienten aus der Zelle zu lassen. Wenn du mich nur nerven willst, komme ich gleich rein und spiele mit dir Minigolf. Oh nee, bitte nicht. Können wir über was anderes reden? Ungern. Aber wenn's denn sein muss, schieß los. Jetzt ist mir doch ein wenig frisch. Kannst du die Klimaanlage bitte wieder ausstellen? Nein. Die frische Luft wird dir gut tun. Och, nicht doch. Und dich mit etwas Glück müde machen. Aber warte mal. Ich würde gern noch mehr über Min... Wer will... Hab ich dich... Yep. Wenn ich jetzt dann fies über ihren Vater rede, über seinen Vater rede, müsste er doch die Klimaanlage wieder ausstellen, oder? Erzähl... Gott, ein... Warum nimmst du nicht Papis Schläger und schlägst ihn dir über den Kopf? So etwas Gemeines. Mein armer Vater. Na warte. Mal gucken, ob du immer noch lachst, wenn ich dir die Klimaanlage wieder ausstelle.
Ein luftiger Spalt. Da sollten wir doch mal durchgehen, oder? Hinter diesem speziellen Polster scheint es noch weiter zu gehen. Wie kommen wir denn da hoch? Hinter diesem Polster scheint ein Hohlraum zu sein. Mit bloßen Händen komme ich hier nicht weiter. Können die nicht aufschlitzen, oder was? Ah, doch. Yay, durch den Lüfter. Oh Gott. Ohne Werkzeug kriege ich die nicht ab. Damals hättest du das gekonnt. Wie meinst du das? Damals hättest du die Schrauben lösen können. So meine ich das. Wieso denn damals? Es ist ein Schlitzstuhlbein, aber eine Kreuzschraube. Kann man trotzdem? Ohne Werkzeug kriege ich die nicht. Wie meinst du? Damals. Yo, Schraube! Jo, mich nicht an, du Subjekt. Ey, Schraube, bleib mal locker. Ohne Werkzeug kriege ich die nicht ab. Damals hättest du das gekonnt. Was denn damals? Wie meinst du das? Damals hättest du die Schrauben lösen können. So meine ich das. Damals. Da komme ich noch nicht ran. Da ist ein Ventilator hinter dem Gitter. Hallo, kleiner Ventilator. Möchtest du eine Banane? Ich habe leider keine Banane für dich. Da komme ich noch nicht ran. Wie kriege ich denn jetzt einen Kreuzschraubendreher hin? Wir könnten jetzt den Ventilator natürlich wieder anschalten lassen. Dann vielleicht das Dingens da reinstecken. Es ist zum Heulen, Harvey. Ich bekomme diese Schrauben nicht auf. Ach, solche Schrauben isst du doch zum Frühstück. Als du klein warst, hätten die dich nicht aufgehalten. Wie meinst du denn das? Naja, früher hattest du einige coole Tricks drauf. Konnte ich mit brennenden Kettensägen jonglieren? Konnte ich barfuß Polka tanzen? Konnte ich mich teleportieren? Konnte ich mit Delfinen sprechen? Kettensägen jonglieren bestimmt. Konnte ich mit brennenden Kettensägen jonglieren? Das wohl eher nicht. Aber ein paar dämliche Schrauben waren nie ein Hindernis für dich. Ich war sicher super lässig als Kind. Was weißt du noch? So funktioniert das nicht. Vergiss nicht, ich bin nur eine Projektion deines Unterbewusstseins. Na toll. Nobody's perfect. Ich kann dir auf die Sprünge helfen. Ja, gerne. Aber dazu musst du mir Sachen zeigen, die dich an deine Kindheit erinnern. Wie die Schrauben? Exakto, Lucci. Und dann? Dann tempomorphe ich uns in die Vergangenheit. Cool. Und? Ohne Werkzeug... Wie meinst du das? Damals hättest du die... Ich bin bereit, Harvey. Soll ich dich jetzt in die Vergangenheit tempomorphen? Ja, tempomorphe mich in die Vergangenheit. Ja, tempomorphe mich in die Vergangenheit. Wie du willst. Halte dich fest.